Hallo Freunde, wir sind heute in Weferlingen und zwar bei einer Tuning- und Lifestyle-Party und zwar ausgerichtet von der Tiefkultur. Ihr seht hier schon sehr viele schöne Tuning-Fahrzeuge und die schauen wir uns noch weiter an. Wir gehen gleich mal hier eine Runde. Ich zeige euch mal ein bisschen was, Fotos und das Video natürlich und begleitet mich einfach und wir gehen in die Richtung und ihr seid dabei. Wir sind heute bei Tiefkultur, eine tolle Veranstaltung mit Tuning und Lifestyle und ich habe hier gerade den Chef erwischt, Glück gehabt und ja, den kann ich gleich mal interviewen und mal ein paar Fragen stellen. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es seit 2017. Seit 2017. Ja. Das macht ihr einmal im Jahr oder? Wir machen einmal seit 2018 einmal jährlich so ein Event, ein Treffen und hier in der Location ist jetzt das zweite Mal, Delicious Barbecue. Ja und läuft. Was läuft hier heute alles so? Was habt ihr alles organisiert? Ja, was läuft hier so? Die Burg ist nachher schön ausbeleuchtet. Wir haben hier über 70 ausgewählte Fahrzeuge. Ja. Haben drüben die Burgwiese, wo man ohne Bewerbung auch teilnehmen kann am Event. Haben eine schöne Catering-Meile, schöne Essensmeile mit Burger, mit Grillzeug. Ein paar Händler, bisschen Musik. Ja. So wie sich das hier hört. Und richtig schöne Tuning-Auto, das habe ich gerade schon gesehen, ich bin gerade schon rumgegangen, richtig tolle Autos, also die Veranstaltung hier lohnt sich, das habe ich schon gesehen. Und ja, ich bedanke mich hier bei dem Initiator, bei dem Chef und für das Interview. Und der Matze von Tiefkultur. Genau. Und ja, wünsche noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ne? Ciao. Ciao.
Heute sind wir bei Tiefkultur auf der Tuning- und Lifestyle-Party in Weferlingen. Und ich interviewe hier die Firma Zündfunke und wollte mal fragen, was bietet ihr den Besuchern an? Wir bieten den Besuchern Klamotten, Cappies, Aufkleber, T-Shirts, eine Menge Spaß, weil wir uns auch gerne mit den Kunden auseinandersetzen und auch viel Spaß haben. Wir möchten ja gerne unsere Firma repräsentieren und auch gerne, dass die Leute wiederkommen und Spaß mit uns haben. Wo ist der Sitz eurer Firma? Der Sitz der Firma ist selber in Bernburg. Der Kollege hat das ins Leben gerufen und es wurde klein angefangen und wir wurden ja langsam immer ein bisschen größer und ansässiger auf mehr Tuning-Events. Ja, und jetzt sind wir beispielsweise heute hier. Wie lange gibt es euch schon, weißt du das? Zündfunke gibt es selber seit 2019 und selber sind wir an den Markt gegangen. Letztes Jahr sind wir aktiv Tuning-Treffen angefahren und seitdem fahren wir im Jahr bestimmt so 15, 20, 25 Treffen an. Als kleine Firma quasi. Familiär sind wir sehr unterwegs. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Interview und wünsche noch viel Spaß. Vielen Dank. Jo. Wir machen weiter auf unserem Rundgang. Ich bin leider nicht mit diesem schönen Taxi gekommen. Ein richtig schön getuntes Fahrzeug. Ja. Aber ich zeige euch noch viele andere. Und wir sind hier immer noch in der Burgruine von Weferlingen. Und begleitet mich einfach, kommt einfach mit und schaut euch die schönen Tuning-Fahrzeuge an. Leckeres Barbecue und lasst uns starten.
Party geht noch etwas weiter. Ich verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit wunderschönen Tuning-Autos. Ich habe da versucht, wieder mein Bestes zu geben. Veranstalter Tiefkultur, die werden heute Abend noch eine Lichtshow machen. Schön hier in der alten Burgruine von Weferlingen. Und ja, drückt wieder Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen hoch, immer Daumen hoch. Und abonniert den Kanal Capstone mit Bernie und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich habe wieder mein Bestes gegeben. Danke fürs Anschauen des Videos. Tschüss. Hey.